Moin Leute und willkommen zur Ernte 2023. Jo, darum geht's heute. Jo, die Gerste ist in 2 Stunden ab. Ich habe heute mal meinen Vater auf den Mähdrescher gesetzt. Mein Angestellter ist krank. Kommt vor. Kriegen wir auch irgendwie so hingestemmt. Ja, wie man so sieht, vom Stroh her ist das schon ganz, sieht das schon ganz gut aus, ne? Wir haben hier ein bisschen liegen lassen für einen Bekannten oder einen Freund. Und jetzt haben wir wieder umgestellt auf Häckseln. Und da sind halt hier schon die besseren Stellen. Das heißt, hier ernten wir jetzt 6-7 Tonnen vom Hektar. Aber dann gibt es halt leider da hinten noch die sandigen Ecken. Und da geht es dann halt runter auf 3, teilweise so 2,5. Das heißt, dieser Schlag hier wird um die 4,5 Tonnen je Hektar nach Hause gehen. Das ist so eine halbe Tonne unter dem, was ich mir so als Ziel gesetzt habe für die Fläche. Ja, 5 habe ich hier so eigentlich angesetzt. Gut. Ist dann mal so. Die andere Fläche, 2 Flächen waren es. Das war ja die Direktsaat-Gerste, eine Spätsaat auf einem etwas leichteren Boden. Da waren es jetzt auch glatt 4 Tonnen. Und das war auch das Ziel. Also im Prinzip kann ich zufrieden sein. Muss man ja auch mal so sagen. Auch wenn es jetzt natürlich wieder für 80% der Zuschauer wahnsinnig klingt, wenn man mit 4,5 Tonnen Gerste zufrieden ist, aber wenn man ehrlich ist, ist es einfach auch der letzte 5-Jahres-Schnitt. Ja? Der liegt bei uns hier bei, ich glaube, 4,2 Tonnen. Das ist mein 5-Jahres-Schnitt. Das sind natürlich alles sehr trockene Jahre gewesen. So, von daher scheint das halt das neue Normal zu sein. Und wir versuchen ja eben auch mit Kostenanpassung so weit klar zu kommen, dass 4 Tonnen halbwegs rentabel auch für den Betrieb nachher ist. Wenn man das jetzt ausrechnet mit dem Preis, den man da im Durchschnitt erzielt, dann... Oh, eigentlich habe ich keine Zeit, ich fahre besser mal einen Trecker. Ja, darum so. Ich fahre also Schlepper, so hier, die 800er, guck ein bisschen raus. Schick, schick. Der Joskin ist voll, das heißt, da sind jetzt 18 Tonnen drauf und dann müssen wir hier mal eine Gruppe runterschalten, B4, sonst ist das ein bisschen heftig. Oh, der kommt. Sind dann halt auch mal, das habe ich jetzt so 37 Tonnen, glaube ich. Kann das sein? Ja, nicht ganz. 36. Ich habe noch den Druck angepasst. Am Anhänger auf den Reifen bin ich auf 1,6 Bar runter jetzt. Das ist so, dass man da mit einer Fuhre Weizen auf der Straße noch 40 fahren kann. Klar hätte man jetzt gedacht, dass bei dem extrem feuchten Frühjahr, was wir dann doch hatten, überdurchschnittlich, da vielleicht ein bisschen mehr drin war, gerade bei der Gerste. Ich fand die sah auch lange, lange gut aus, aber naja, so ist es dann eben. Am Ende war es einfach trocken. Da sieht man auch an den Körnern, die sind klein. Ich habe noch keine Probe, die werden jetzt kein überragendes Hektolitergewicht haben. Das Spannende wird eher nachher der Roggen, ja, und vor allem der Raps. Ich habe viel Raps stehen dieses Jahr und da weiß ich noch gar nicht, was das wird. Das wird eigentlich jahresentscheidend. Naja, das wollen wir machen. So, jetzt geht es hier gleich schön bergunter. Man muss regelmäßig hier auf die Bremse drücken, sonst fahren wir da unten 60. Und schmeißen den Anhänger wahrscheinlich bei Schulze Tüngler auf den Hof. Ich werde alt, ich habe die Kamera schon wieder vergessen anzumachen. Hier wieder unser einfaches Patent. So kommt der Zylinder runter. Da liegt die Gerste. 3 LKW sind schon raus. Sind schon verladen, habe ja Kontakte gehabt. So geht's weiter. So, ich habe mal Steuer übernommen auf dem Mähdrescher. Hier habe ich mir jetzt in diesem Jahr mal eine ordentliche Halterung noch installiert für mein Tablet, wo jetzt FieldView läuft, hier wieder die Fragen kommen. Ja, FieldView kostet irgendwie 400 Euro im Jahr Jahreslizenz. Gibt es hier einen, weiß nicht, wie man das nennen soll, Transmitter, der
ist zwischen das Display geschaltet und saugt sozusagen die ISO-Bus-Daten raus. Und die überträgt die dann hier direkt drauf. Ja. Das hat dann den charmanten Vorteil, dass man hier auch einfach mehr Überblick hat über das, was hier so läuft. Ja, und dann kann man sich auch angucken, was man hier so gemacht hat. Also die Julia hier zum Beispiel, die kommt jetzt hier auf 4,5 Tonnen und die andere war bei 4,4. Aber da das ja alles auch so heterogene Böden sind, ist das eben auch schwer vergleichbar. Ja. Und wenn ihr jetzt mal rausguckt, die Gerste sieht eigentlich aus wie eine 6 Tonnen Gerste. Ja. Steht eigentlich ganz gut. Aber ja, ist es halt nicht. Ne? Wir tonen hier hinten irgendwie so zwischen 3 und 4 rum. Schade, ja, da hat einmal das Wasser gefehlt in der Kornfüllungsphase, wie nahezu in jedem Jahr jetzt. Aber wir nehmen es so mit, wie es ist. Ja. Ein bisschen langsamer fahren, hier wird es besser. Steigen die Verluste. Ist relativ scharf eingestellt. Gerste haben wir immer noch Zeit. Wobei morgen soll es regnen. Und dann wollen wir es natürlich auch runter haben. Weil sind schon nach dem großen Unwetter doch einige Ähren hier abgeknickt und liegen richtig auf dem Boden. Ja. Hier übrigens zu sehen, kommt ein neues Windrad hin. Fehlen dann wieder so 1,5-2 Hektar Fläche. Ist dann halt so. Kann man auch nichts machen. Dann machen wir das noch ab und dann gucken wir mal, wo wir hier final gelandet sind. So, das war die Gerste 2023. Wenn ihr euch das jetzt mal anguckt hier, 1, 2, 3 auf der Karte, dann seht ihr auch hier, wie heterogen die Flächen sind. Ja. Wir haben schon ein paar gute Zonen dabei. Da hast du permanent 6 bis 7, auch mal eine 8. Aber davon ist halt nicht so viel Fläche da. Und da sieht man wieder sehr deutlich, wie wichtig das ist, teilflächenspezifisch zu arbeiten. Und ja, das habe ich eben auch gemacht. Und von daher, also gerade was jetzt Dünger angeht, haben wir den neuen Rauch. Und das macht dann eben schon Sinn, ne? Dass man da, wo 7 Tonnen stehen, von mir aus 150 Kilo N hingepackt hat oder 140. Und wo bloß 3 Tonnen stehen, sind auch bloß 70 hingekommen, aber eigentlich ist das noch zu viel, ne, für die Ertragserwartung. Jetzt kommen natürlich einige und sagen, ja, vielleicht hättest du ja da auch 7 Tonnen geerntet, wenn du da 150 Kilo N hinschmeißt. Das könnt ihr aber voll vergessen. Also die Versuche mit Stickstoff habe ich hoch und runter. Also insgesamt wird auf diesen schwachen Zonen immer noch zu viel Stickstoff gestreut für das, was dann rauskommt, weil ja, die Baustelle ist sicherlich auch, wenn wir jetzt über Kinsey reden, im ausgeglichenen Nährstoffverhältnis. Aber das ist dann nicht so, dass dann da auf einmal auch 7 Tonnen wachsen. Das könnt ihr vergessen. Das ist einfach ein sandiger Boden da hinten und das wird halt nie ein Schokoboden. Ne? Zwei verschiedene Sorten habe ich hier drin gehabt, aber es ist nicht zu erkennen. Ja? Und ich habe auch rausgemessen, sowohl die eine als auch die andere. Also KWS Kosmos, die wir jetzt schon Jahre dran haben, hat 4,4 Tonnen und die Julia, die jetzt neu ist, auch 4,4. Auf der anderen Fläche war es noch ein bisschen anders. Da hatte ich ja auch Hybridgerste. Und die Fläche ist aber zu heterogen, also das hat nicht viel Sinn ergeben, was da rausgekommen ist. Da waren auch keine Sprünge, also man muss ja an den Rändern, wo man jetzt den Sortenwechsel hat, müsste man ja, wenn denn die Hybridgerste so besser wäre, müsste man da ja eine scharfe Grenze sehen von der Ertragskartierung, aber das war nicht erkennbar. Also ich kann auf meinem Standort nicht sagen, dass ich für mich einen Hybridgerstenanbau lohnen würde. Also habe ich jetzt so auf der Fläche nicht sehen können. Ja, in den schlechten Zonen war die Hybridgerste auch bloß da bei 2 Tonnen die Hektar und in den guten Zonen halt 10 Tonnen. Aber das hat die KWS Kosmos auch angezeigt. Also ja, ist es für Grenzstandort am Ende, sage ich jetzt einfach mal, günstiger, die Liniensorten selber zu vermehren. Natürlich ihr Lizenzgebühr zahlen an die STV und dann ist das schick. Ja. Aber ich kann ja nicht für, keine Ahnung, hier 130, 140 Euro einen Hektar Hybrid-Gerstensaatgut ausgeben. Ja.
Das wiederum ist aber beim Roggen anders. Also da sehen wir den Vorteil deutlich. Das habe ich aber schon in einem anderen Video mal erklärt. So mal Kostenrechnung so ein bisschen noch machen. Ne? Das war letztens auch wieder in einem Kommentar. Wie kommt man eigentlich klar, wenn man hier bloß 4 Tonnen erntet? Ja, man gibt halt von vornherein nicht so viel Geld aus. Ja? Vorhin hat noch einer geschrieben, bei 4 Tonnen, da ist ja der Deckungsbeitrag negativ. Na ne, das auf keinen Fall. Also ich gebe hier keine 1000 Euro aus für einen Hektar, ne? Das ist ja verrückt. So, jetzt rechnen wir mal mit dem Preis, den wir da Kontrakt- und Mischpreis. Dann liegen wir bei ungefähr 800 Euro je Hektar. Das trifft auch so die meisten anderen Geschichten. Ja, der Raps macht ein bisschen mehr, aber der ist auch teurer. Die Sonnenblumen macht ein bisschen weniger, aber die ist auch billiger. Und beim Mais ist, naja, beim Mais muss er einfach Glück haben dann mit dem Regen. Und ich sag mal, bis dato, wo der Dünger nicht so teuer war, waren wir auch um die 400 Euro Direktkosten. Also Saatgut, Pflanzenschutz, Dünger, Sprit. So, dann wären halt 400 Euro ein Hektar übergeblieben. Jetzt müssen wir ein bisschen teuren Dünger mit einrechnen. Sind es halt nur noch 300 Euro Deckungsbeitrag in der Konstellation jetzt. Tja, das ist ehrlicherweise nicht genug. Also es werden Fixkosten gedeckt, das ist schon mal gut. Aber am Ende muss der Mähdrescher und alles, was da ist, das muss halt einfach noch länger fahren. Ne? Und wenn es kaputt geht, Problem. Beziehungsweise ich habe schon wieder ein Jahr oder so umsonst gearbeitet. Beziehungsweise für alle anderen, übertrieben gesagt. Ne? Es ist schon so. Ich habe das auch in dem Kommentar drunter geschrieben, wie dann die Situation hier vor Ort ist. Wie lebt man eigentlich? Wovon lebt man? Ja, der Betrieb, der läuft so für sich, der refinanziert sich, das passt so. Aber ich sag mal so, wenn meine Mutter nicht arbeiten gehen würde, mein Vater nicht Holz machen würde und ich nicht noch mit anderen Sachen wie Video und sowas auch noch ein bisschen Geld verdiene nebenbei und hier auch Lohndrusch fahre und im Lohn noch Sämaschine, dann da könnte ich nicht von der Landwirtschaft. Ja gut, jetzt sind meine Eltern noch dabei. Aber wir drei könnten von den 500 Hektar da nicht leben. Das ist nicht machbar. Ja, so jedenfalls ist ungefähr unser Betriebskonzept im Moment. Also den Ackerbau, den Schmalfahren, dass er in sich, dass er zumindest kein Verlustgeschäft wird. Und ansonsten muss man einfach sehen, dass man selber noch Nebeneinkünfte hat. Ja, sonst wird es einfach schwer hier. Zumindest in den letzten 5 Jahren, wo wir jetzt einfach einen Durchschnittsniederschlag haben von 400 Liter. Ich hoffe halt, dass wir jetzt mit Clayton und im System dann auch mal so langsam reinkommen, dass sich das auch mal auszahlt über die langfristig, dass man die Boden halt auch, dass man einfach mit dem Boden denkt. Das geht nicht von heute auf morgen. Also ich kann aus so einer Fläche, die 4 Tonnen gibt, nicht innerhalb von 3 Jahren eine machen, die 6 Tonnen erntet. Dann geht einfach nicht. Und das sieht man ja auch jetzt hier, Mais im Hintergrund wächst wunderbar. Hat aber eben auch mal 90 Liter geregnet, ja. So, und das hat die Gerste nun mal gar nicht abbekommen. Die ist dann in der Kornfüllungsphase einfach, ja, da hat es dann einfach wieder nicht gereicht, ja. So, Leute, geht weiter. Ich mache noch ein bisschen Nachtschicht sozusagen, es ist jetzt 0 Uhr. Wir kriegen ja morgen vielleicht ein paar Liter Regen. Und da will ich mal hier auf der Gerstenfläche, wo Raps folgt, noch so eine Art Stoppelbearbeitung machen. Ich habe da letzten Jahr schon mal einen Versuch gemacht mit der Dalbo Maxi-Roll, wie man hier im Hintergrund sieht. Walze, Cambridge-Walze mit vorgeschalteten Striegel sozusagen. Gedacht fürs Grünland, aber macht meiner Meinung nach hier auch sehr gute Arbeit sozusagen im Ackerbau. So, nochmal Schleife drehen. Ich habe jetzt den 6534 dran. Der kommt da gut mit klar. Und einfach mal hinten rausgucken. Der zieht sich jetzt hier da, wo Stroh ein bisschen dicker liegt, zieht er die Haufen auseinander. Und wenn es jetzt dünner ist, verliert er sich also wieder ein bisschen. Ne? Und die Cambridge-Walze ist natürlich genial, um die Ausfallgerste schön anzudrücken. Und dass sie jetzt hoffentlich, wenn das regnet, dann auch alles schön keimt. Dann ist, ich sag mal, zusätzlich ist hier noch ein bisschen das Problem,
dass hier auch schon einige Ähren auf dem Boden abgeknickt lagen. Und wenn da so ganze Ähre liegt, dann zerreißen wir die jetzt nochmal richtig schön. Und ja, hoffe ich einfach, dass wir gute Auflaufergebnisse kriegen. Dass wir Stroh auch gleichmäßig verteilen. Das ist ja wichtig beim Raps. Wenn wir das schlecht verteilt haben, dann ist da, wo die Strohhaufen sind, geht der Raps schlecht auf. Das fahren wir jetzt zum Beispiel wieder so ein bisschen in die Senke rein. Jetzt müsste sich das Ding wieder ein bisschen aufladen. Ja, das sieht man schon. Dass es ein bisschen voller wird. So, dann geht es da schön mit Karacho durch. Dann kann es eigentlich gar keinen Haufen mehr geben hinterher. Ist ja schön gleichmäßig verteilt alles. Ansonsten, ich fahre so, je nachdem wo ich bin, so mit 16 Liter die Stunde. Na, und ich habe jetzt 9 Hektar die Stunde Flächenleistung, fahre 15 km/h mit 6 Meter Arbeitsbreite, 9 Hektar, also 1,6, 1,7 Liter je Hektar kostet jetzt die Maßnahme. Habe das 1800er Display, was im 7730 war, rausgenommen und hier drauf gebaut, weil das große ist ja jetzt metrischer. Ich mache noch eine halbe Stunde, denke ich mal, und dann gucken wir morgen mal weiter.